Tja. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bevor wir uns auf die Matte begeben. Nach der kulturellen Bildung kommen wir nun erneut zum Sport, genauer zum Ringkampfsport. Dieser könnte aber auch durchaus Bestandteil der kulturellen Bildung sein. Lassen Sie mich also kulturvoll mit einem Zitat beginnen. Da erhob sich der Telamonier Ajas, auch der erfindungsreiche Odysseus, kundig des Vorteils. Als sich beide gegürtet, da traten sie vor in den Kampfkreis, fassten sich dann einander umschmiegt mit gewaltigen Armen. Beiden knirschte der Rücken von stark umschlungenen Armen angestrengt und gezuckt. Und es strömte der Schweiß von den Gliedern. Rücklings warf er ihn hin, es sank von oben Odysseus ihm auf die Brust. Rings schauten erstaunt und wundernd die Völker. Wer mich kennt, weiß, dass mir der Pathos eigentlich so nicht liegt, aber aus aktuellem Anlass konnte ich mir diese Worte nicht verkneifen, um zu verdeutlichen, was hier leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden soll. Denn es war Homer, der in der Ilias die sportlichen Kämpfe aus Anlass der Todesfeier des Patroklos beschrieb. Meine Damen und Herren, wenn auch hier nicht im Zusammenhang mit den antiken Olympischen Spielen, so ist diese Beschreibung des Ringkampfes zwischen Odysseus und Ajas über 2600 Jahre alt. Diese einleitenden Worte sollen Sie ein wenig sensibilisieren, worüber wir hier eigentlich reden. Ringen als Sportart stellt eine wichtige Brücke zwischen den Olympischen Spielen der Antike und denen der Neuzeit dar. Als Teil des antiken Fünfkampfes wurde Pale, wie Ringen damals noch hieß, eben auch in Heldensagen dargestellt. Der Plan, den die Exekutive des IOC im Februar vorgestellt hat, Ringen unter anderem mangels Attraktivität für Zuschauer und Sponsoren aus dem Kanon der olympischen Sportarten zu streichen, würde diese Brücke zerstören. Das hat für Entsetzen und Empörung gesorgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wollen wir mit dem vorliegenden Antrag erreichen? Wir möchten die Staatsregierung in Gestalt des Sportministers auffordern, sich erstens auf der Ebene seiner Länderkollegen gegenüber der Bundesregierung, dem Bundesinnenminister sowie dem DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dafür einzusetzen, dass Ringen ab 2020 weiter als olympische Kernsportart betrieben werden kann und zweitens den Sächsischen Ringerverband in seinem Bemühen um eine Erneuerung der Zweikampfsportart auch finanziell zu unterstützen. Zur Klarstellung des Anliegens, nicht alle Innenminister sind Sportminister, aber vielleicht können ja beide Ministerarten da weiterhelfen. Die Entscheidung, ob Ringen olympisch bleibt, muss noch von der Vollversammlung des IOC bestätigt werden. Das soll im September in Buenos Aires passieren. Dazu unterbreitet die IOC-Exekutive der Vollversammlung bereits Ende Mai einen Vorschlag, welche Sportarten in das Olympiaprogramm ab 2020 aufgenommen werden sollen und welche eben nicht. Es besteht also noch die Chance, dass die Politik ihren Einfluss zugunsten des Ringkampfes geltend macht. Deswegen haben wir die heutige Debatte beantragt. Eile ist geboten, denn die Zeit ist knapp, meine Damen und Herren. Und dass ich hier nicht falsch verstanden werde, Erneuerung und Weiterentwicklung, also auch die Aufnahme junger, frischer Sportarten ins olympische Programm, gehören zum Sport. Doch der Markenkern der Olympischen Spiele darf nicht angetastet werden. Und dazu muss ich erneut mit einem Zitat fortsetzen. Ich muss eine Unterstützerin der Petition im Bundestag zitieren, die da völlig zu Recht Folgendes sagt. Ich bin eigentlich vollkommen uninteressiert an Sport. Aber nun schreibe ich einen Beitrag, weil es eben nicht nur um Sport geht. Es geht vielmehr um die Kultur Europas, eine Kultur, die die Kultur der ganzen Welt geprägt hat. Die Menschen, die im alten Griechenland die Olympiade erfunden haben, die haben verdammt nochmal das Recht, dass man die wenigen Sportarten, die es damals gab, auch weiterhin betreibt. Denn man hat ja in der Moderne auch den Namen der Veranstaltung übernommen. Wenn man sich von der geschichtlichen Tradition der Olympiade trennen will, dann wäre es ein Gebot der Fairness, den alten Griechen ihre Olympiade zurückzugeben und diesen Namen nicht mehr zu benutzen. Denn wenn man die Sportarten der alten Griechen nicht mehr haben will, dann hat sie auch kein Recht mehr darauf, die Veranstaltung Olympia zu nennen. Dann mag man das Ganze modern World Games of Joy and Fun oder sonst wie nennen. Bei diesen Games kann man dann auch gerne auf Ringen oder Speerwerfen verzichten und stattdessen wichtige, in Anführungsstrichen, Sportarten wie mit dem Skateboard über Rolltreppen fahren oder aus dem Weltall hüpfen betreiben. Aber solange die Welt für diese Veranstaltung den Namen Olympiade beansprucht, hat sie die Pflicht, die Veranstaltung auch in der Tradition der alten Griechen zu gestalten. Herzlichen Dank, liebe Ursula 55 aus dem Forum.
Ringen ist eine der Kernsportarten, das sagte ich schon im Olympischen Reigen. Deutlich wird dies auch dadurch, dass es explizit in der Olympischen Hymne vom IOC zur offiziellen Hymne erklärt besungen wird. Da heißt es, beim Laufen, Ringen und beim Weitwurf erleuchte die Kraft, die den edlen Spielen innewohnt. Brauchen wir denn eine neue olympische Hymne? Es klingt für mich wie Hohn, wenn man diesen Traditionssport von Einschaltquoten und Zuschauerzahlen abhängig macht. Die Olympischen Spiele sind ein Fest der Sportlerinnen und Sportler und nicht der Werbefirmen und Softdrinkhersteller. Gewiss, ohne Werbung und Sponsoring ist hochkarätiger Sport nicht machbar. Und ich will das System der Sportfinanzierung auch hier nicht komplett verteufeln, doch wir müssen es wieder vom Kopf auf die Füße stellen, denn der Sport macht die Spielregeln, nicht die Industrie. Ich weiß auch, dass die Entscheidung für den Verbleib Ringens zugleich eine Entscheidung gegen eine andere Sportart ist. Damit muss sensibel umgegangen werden. Doch, meine Damen und Herren, so großen Respekt, wie ich vor allen habe, die Sport treiben und berechtigterweise auch für die Teilnahme ihrer Sportart bei den Olympischen Spielen kämpfen, so unsensibel ist es, einen Traditionssport wie Ringen zu opfern. Zwei Mitglieder des Bundeskabinetts haben sich bereits für Ringen ausgesprochen. Der Finanzminister Schäuble appellierte an Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und Vizepräsident des IOCs, sich dafür einzusetzen, dass diese falsche Entscheidung korrigiert wird. Und der Bundesinnenminister, den wir mit unserem Antrag explizit ansprechen wollen, äußerte sich, Ringen aus dem Programm der Olympischen Spiele zu streichen, ist nicht nachvollziehbar. Es macht gerade den Reiz der Olympischen Spiele aus, die große Geschichte des olympischen Gedanken an den traditionellen Wettbewerben weiterleben zu lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sächsische Landtag ist nicht der falsche Ort für dieses Thema. Der Brandenburgische Landtag sollte uns hier Vorbild sein. Hier wurde am 28. Februar bereits dem Antrag des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport mit dem Titel Ringen soll olympisch bleiben, mehrheitlich ohne Parteiengezänk zugestimmt. Im Mecklenburger Landtag wird ein gemeinsamer Antrag Ringen muss olympisch bleiben in der kommenden Woche beschlossen. Auch im Bundestag wird von allen Fraktionen eine Initiative zu dem Thema vorbereitet. Meine Damen und Herren, in Sachsen gibt es rund 1000 aktive Ringer in 25 Vereinen. In Chemnitz befindet sich ein Leistungszentrum, in dem der Nachwuchs trainiert, und in Leipzig gibt es den Landesstützpunkt. Der 16-fache deutsche Meister Sven Thiele ist als Bundestrainer im Freistil direkt vor Ort tätig und fördert den Ringernachwuchs gemeinsam mit anderen Diplomtrainern. Mit den deutschen Nachwuchsmeistern Peter Hase, Erik Thiele und anderen Nachwuchstalenten bildet der Freistaat Sachsen derzeit hoffnungsvolle Athleten für die Olympischen Spiele 2020 aus, die weiterhin unsere Unterstützung bedürfen. Die Sportler und die Verbandsfunktionäre haben die Zeichen der Zeit erkannt und ihren Erneuerungswillen bekundet. Wie vom IOC gewünscht, will der Internationale Ringerverband eine Athletenkommission einrichten, mehr Frauen in die Verbandsstrukturen integrieren, nicht schlecht, und die Idee der Dopingkontrollen erhöhen. Gedacht ist zudem ein modernes Outfit, um den Unterschied zwischen Freistil und griechisch-römischem Stil zu verdeutlichen. Auch die Ringerhallen sollen ein frisches und modernes Aussehen erhalten. Auch hierbei brauchen unsere Sportlerinnen und Sportler die Unterstützung, eben auch finanzieller Art. Natürlich ist hier zuerst der autonome Sport gefordert. Jedoch kann die Politik den betroffenen Sportverband in seinem Anliegen unterstützen und vor dem Hintergrund der Autonomie des Sports beratend tätig werden. Um nichts anderes geht es hier. Herr Rost, ich freue mich, dass Sie genau wie ich persönlich und Ihre Partei die Kampagne Ringen für Olympia unterstützen. Lassen Sie Ihren Worten Taten folgen und nehmen wir Brandenburg und Mecklenburg als Vorbild. Stimmen Sie unserem Antrag Ringen als olympische Sportart erhalten zu. Die sächsischen Sportlerinnen und Sportler erwarten von Ihren Abgeordneten ein Zeichen, dass wir sie nicht alleine lassen. Sportfrei.